Willkommen vor den Empfangsgeräten. Ich bin Morgens Jakob von Infrakta. Und ich bin wieder in Medieval 2 Total War Kingdoms, genauer gesagt in der Mord in Vasibaborum 2 und dann nochmal genauer gesagt in der Kampagne Conquestus Britanniae. Und ich spiele Westrom. Wie ihr allerdings sehen könnt, nö, seht ihr jetzt auf den Schlag, doch vielleicht seht ihr es. Ich habe jetzt nochmal neu angefangen. Jetzt lief das andere zwar jetzt nicht unbedingt schlecht, aber ich habe mir das gerade eben so ein bisschen betrachtet, so in Gedanken. Und das Problem ist halt einfach, ich habe zwar hier relativ viel rebellisches Gebiet, in das ich mich theoretisch ausdehnen könnte, allerdings ist das auf dermaßen tönernen Füßen, was die Kohle angeht. Und ich habe hier im Osten einfach einen ganzen Haufen germanischer Stämme mit extrem viel Truppen. Gut, hier im Westen gammelt noch ein bisschen das Keltzum, das wäre jetzt nicht so die wichtige Sache. Bis jetzt hatte ich eigentlich den Plan, mich nach Westen auszudehnen, diese Kelten glatt zu machen und hier das quasi ein sauberes Hinterland zu haben, um mich dann den Germanen entgegenzustemmen. Mittlerweile denke ich aber, nachdem ich darüber nachgedacht habe, dass das eigentlich kein so toller Plan ist, weil ich müsste mich dann mit den ganzen Germanen rumschlagen, die zahlenmäßig schon gewaltig drauf sind. Und ich denke eigentlich, die Flucht nach vorne wäre vielleicht sogar besser. Jetzt kann ich mich natürlich irren und das Ganze geht barbarisch in die Hose, ja. Aber eigentlich würde ich es ganz gern lieber nochmal neu starten und nochmal neu probieren, indem ich tatsächlich jetzt dran gehe und sage, ich gebe im Prinzip das Gebiet hier auf dem Festland auf, wo notwendig, wo ich es halten kann, mit wenig Truppen soll es mir recht sein erstmal. Aber meine Heeresmacht sammle ich und schicke sie rüber auf die Insel und versuche mich mit den Inselfraktionen, die zwar auch recht zahlreich sind, aber bei weitem nicht so stark und nicht so gedrängt auf engen Raum. Also ich habe da einfach ein besseres Gefühl und zudem habe ich dann erstmal das Meer wieder zwischen mir und diesen germanischen Horden. Die können sich dann von mir aus jetzt erstmal über das Festland ausbreiten. Das ist mir dann egal. So, jetzt aber... Eure Majestät! Natürlich! Mal ein bisschen stabilisieren. Er teilt mir eine... Männer, marschiert! So. Schiffchenbau. Schiffchen bauen. Ja, man ist halt schon grob im Minus, gleich am Anfang. Und eine Fraktion ist gleich schon tot. Sehr geil. So, dann fangen wir mal unten an. Sind aber auch alle Schweine teuer. Muss da irgendwo eine billige Einheit geben? Ah komm, scheiß drauf. Wir rücken ab ans Meer. Voller Stolz, mein König! So, das war aber, glaube ich, die südliche Provinz. Geld, sonst ist da nichts. So, die sind als nächstes dran, aber... Wir machen das schubweise. Beziehungsweise der kann schon mal nach Osten abrücken. Wir marschieren, mein König! Morgen früh rücken wir weiter vor, Männer! Stellt Wachen auf! Wir machen hier Rast, Männer! Ich
was wir nicht halten können, können wir genauso gut kaputt machen. Natürlich. Führe die Armeen zusammen, mein König. So, Lutetia müssen wir noch ein bisschen halten. Bis die Truppe da herangerückt ist und durchrücken kann. Aber die Ostprovinzen können wir schon mal aufgeben. Wir marschieren, mein König! Übernachte hier, mein König. Ja. Morgen früh rücken wir weiter vor, Männer. Noch halten, dann müssen die südlichen Truppen ja noch durch. Es ist mir eine Ehre, mein König. Natürlich. Sehr lustig, die könnten wir halten ohne einen Soldat drin. Okay, machen wir das dann. Ich weiß, zur Grundsicherung setzen wir dann mal einen rein. Ah, die sind günstig. König. Es ist mir eine Ehre, wie ihr wollt, mein König. Mein König. Jo, die rücken nächste Runde ab. Ja, gucken wir mal, dass wir so bald wie möglich rübergehen. Ihr wollt, mein König. Führe unsere Männer an Bord. Ja, mein König. Ja, mein König. Mein Herr? Unsere Truppen gehen an Land, mein Herr. Es ist mir eine Ehre, mein König. Ja, es war erfreulich. Drei graue Siedlungen. Mut und Ehre, Soldaten!
Ja! Wie ihr wünscht, Kapitän. Wohin geht es? Ja! Wie ihr wünscht, Kapitän. Ja, mein König. Gehe an Bord, mein König. Übernachte hier, mein König. Wie ihr wollt, mein König. Führe unsere Männer an Bord. Morgen früh rücken wir weiter vor, Männer. Ja, mein König. So. Ja. Stellt Wachen auf. Wir machen hier Rast, Männer. Wie ihr wollt, mein König. Voller Stolz, mein König. Übernachte hier, mein König. Okay, läuft. Ah, warte mal. Herr. Eure Majestät. Mein König? Stehe zu Diensten. Zu euren Diensten. Die Kaufleute nehmen wir natürlich noch mit. Ja, mein König. Morgen setze ich meine Reise fort. So ein Spion nehmen wir auch noch mit. Hätte ich auch nicht gedacht, dass ich mal römische Legionen über den Kanal führe, nicht weil man Britannien erobern, gut, will man auch, aber sondern weil man quasi in Gallien sich nicht mehr halten kann und nach Britannien seine Legionen Sicherheit bringt. Das ist neu. Ist mir eine Ehre, mein König. Bringe die Truppen an Land, mein... Ja, mein König. Ja, mein König. König? Geht es? Wie ihr wünscht, Kapitän. Mein Herr? Segel setzen. Ja. Ja, Kapitän. Wie ihr wollt, mein König. Ja, mein Herr? Verlasse die Truppen. Sehr wohl, mein König. Mein König, seid ihr sicher? Ja, mein König. Ja, mein König. Ich reise wieder alleine. Wie ihr wollt, mein König. Ja, mein König. Zu euren Diensten. Ich verlasse unsere Armee. Wie ihr wollt, mein König. Ja. Mein Aufklärungsmarsch mit den Männern ist zu Ende. Ich bewege mich leise vorwärts. Okay. Da geht's auch schon heftig zur Sache. Ja, mein König. Natürlich. Das wird nicht leicht, das sind keine Barbaren. Wir marschieren, mein König! Stelle mich dem Feind ehrenhaft entgegen, mein Herr! Es ist mir eine Ehre, mein König! Führe unsere Männer an Bord! Wie ihr wollt, mein König! Natürlich! Morgen früh rücken wir weiter vor, Männer! Okay, dann gehen wir jetzt auch Lutetia auf. Ja!
Voller Stolz, mein König. Okay, dann können wir eine Garnison drin lassen. Wenn die Stadt treu zu Rom bleiben möchte, lassen wir so eine Sicherungsgarnison drin, so ein Bogenschütze wie hier. Ist mir ganz recht. Ja, es ist mir eine Ehre, mein König. Wir marschieren, mein König. Mein König. Das sieht so aus, als ob wir die Siedlung auch halten könnten. Ja, Befehle. Abrücken! In zwei Runden wieder. Majestät. Natürlich. Ja, mein König. Ja. Stellt mein Herr. Befehle. Er teilt mir. Natürlich. Ja. Ja. Vorwärts! Er teilt mir... Männer, marschiert! Mein Herr? Wie ihr wollt, mein König. Ja. Abrücken! Befehle? Eure Majestät? Wohin geht es? Ja, es ist mir eine Ehre. Zu euren Diensten. Ja, natürlich. Ich gehe an Bord. Ist mir eine Ehre, mein König. Mein Herr? Unsere Truppen gehen an Land. Ja, Kapitän. Wie ihr wollt. Ja, mein König. Natürlich. Es ist mir eine Ehre, mein König. Bringe die Truppen. Ja, mein König. Es ist mir eine Ehre, mein König. Wir marschieren, mein König. Ja. Eure Majestät. Ja. Befehle. Eure... Verbinden die Truppen. Wie ihr wollt, mein König. Mein König, versammle die Truppen. Es ist mir eine Ehre, mein König. Führer und... Wohin geht es? Ja! Segel setzen! Ja, mein König. Gehe an Bord, mein König. Okay.
sind alle auf dem Marsch. Beziehungsweise... Zu euren Diensten. Fast abgerückt. Ich gehe aufs Schiff. Ich werde bis morgen früh ruhen. Ja. Männer, marschiert! Wir reisen morgen weiter. Heute gehen wir nicht weiter, mein König. Mein König? Ja, mein König. Es geht weiter. Starte Handelsbeziehungen, mein König. Es ist mir eine Ehre, mein König. Stelle mich dem Feind ehrenhaft entgegen, mein Herr. Römische Milizen. Mein König, ich begebe mich in Position. Ich bewege mich leise vorwärts. Sehr gerne, Herr. Ich mache morgen weiter. Bis morgen früh, mein Herr. Das sind alles diese Landungspunkte von diesen... Mein König, sofort. Bringt dir einen Vorschlag für meinen König. Glaub nicht. Auf Wiedersehen. Aber natürlich, mein Herr. Ich meine, ich ganz recht, wenn wir mit denen irgendwie so ein bisschen uns erstmal freundlich halten und vielleicht erstmal die Küsten so ein bisschen putzen und diese kleineren Fraktionen platt machen. Wohin geht es? Ja. Okay. Mein König! Vorwärts! Mein König? Ich gehe an Bord. Ja, mein König, wir gehen von Bord. Wohin geht es? Unsere Truppen gehen an Land, mein Herr. Es ist mir ein... Ja, mein König. Alter Schwede. Es ist mir ein... Ja, mein König. Natürlich. Mein Herr. Wie ihr wünscht. Ja. Segel setzen. Wenn ihr einen Kampf wollt, kommt er. Es ist mir eine Ehre, mein... Zu euren Diensten. Ja, mein König. Es ist mir eine Ehre, mein... Ja, mein König. Ich verlasse unsere Truppen. Errichte eine Handelsroute. Zu euren Dienst. Ja, mein König. Mein König? Ich verlasse unsere Armee. Starte Handelsbeziehungen, mein König. Wie ihr wollt, mein König. Ja? Ja, ich reise allein. Ich bewege mich leise vorwärts. Heute gehe ich nicht mehr weiter, mein Herr. Das ist nicht ihre Hauptstadt, das ist tatsächlich Jüten. Die sitzen da oben eigentlich. Ich nehme an, dass da auch ihr Gebiet ist. Das sind nur so Landungspunkte, von denen sie halt hier einfallen wollen. Sobald wir hier diese Rebellenplatt gemacht haben. Mut und Ehre, Soldaten! Wir ziehen in den Krieg! Sollten wir uns drum kümmern, dass wir die gleich ausmerzen. Belagere den Feind! Belagerungsarmee ist bereit, mein König. So, im Prinzip ist natürlich abzusehen, dass wir auch diese letzten drei Provinzen hier verlieren werden. Aber solange es geht, möchte ich die eigentlich halten. Wie kann ich helfen, mein Herr? Sofort. Ja, ich werde mit Ihrem Repräsentanten reden. Aber natürlich, mein Herr. Wenn ich könnte, würde ich, mein König. Wie ihr wollt, es ist mir eine Ehre, mein König. Mein König? Ich begebe
sich in Position. Hier führt kein Weg lang, mein König. Da sitzen auch die jüdischen Piraten. Ich bin nur ein Soldat. Sprecht mit unseren Repräsentanten. Ja? Ich begebe mich in Position. Bis morgen früh, mein Herr. Oh, okay. Kriegen wir doch noch unsere Schlacht im ersten Video. Oh. Das wird knackig. Fasst Mut, Männer! Gott stellt sich mit uns gegen den Feind! So, da bin ich wieder. Die Schlacht hat leider gecrashed. Warum auch immer. Aber ja, ihr kennt das ja. Man sieht Ladebildschirm, dann sieht man das Desktop. Da habe ich beschlossen, okay, dann lade ich halt. Ich habe aber festgestellt, ich habe nicht gespeichert, sondern ich habe hier in einem Schwung quasi gespielt. Also habe ich das quasi nochmal angefangen. Habe alles nochmal genauso gemacht. Habe hier alles schön platt gemacht auf dem Festland. Habe meine Truppen alle rübergeschoben, wie bisher gehabt. Ja, die zwei konnte man halten. Das ist soweit. Was ich interessant finde diesmal, ich konnte es beobachten, die Franken haben sich ruckzuck hier reingeschoben. Wenn sie dann schon die ganze Zeit standen. Ich habe sie bloß nicht richtig bemerkt. Auf jeden Fall, hier marschiert irgendwie schon... In dem Bereich marschieren hier schon Fullstacks von den Franken rum. Also ich habe diesmal definitiv ein besseres Gefühl mit rübergehen nach Britannien. Wohin geht es? Das heißt ja nicht umsonst Eroberung Britanniens und nicht Verteidigung Galliens, ja, Spiel. Und ich habe halt alles, was ich an Römern hatte, habe ich halt hier zusammengezogen. Die stehen jetzt erstmal hier rum und sollen jetzt erstmal die Stadt einnehmen und dann sehen wir weiter. Und dann sehen wir uns auch hier wieder. Ich hoffe dann crashfrei, was Schlachten angeht. Das müssen wir halt mal abwarten. Und das wird auf jeden Fall noch sehr spannend hier. Ich sehe euch und ansonsten wendet hier dann im anderen Spiel ein anderes Video. Ich wünsche euch Spaß. Tschüss.